Herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily und auch an diesem wunderschönen Freitag haben wir wieder ganz tolle Newsmeldungen für euch, unter anderem zu Doom. Ja, zu Doom gibt es jetzt immer wieder Newsmeldungen, Bethesda haut da einen nach dem anderen raus, unter anderem Doom soll auf den Konsolen, also PS4 und Xbox One, in 1080p und 60 Frames laufen. Das ist natürlich eine super Nachricht für Konsoleros. Ja, vor allem bei so Actionspielen wie Doom ist es ja immer ganz nett, wenn das eben so alles flüssig dargestellt wird. Das hat der Lead Project Programmer Billy Kahn auf dem Bethesda-Blog bestätigt, dass es doch so ist. Und er sieht Doom schon als das am besten aussehende Spiel auf PS4 und Xbox One. In 60 FPS. Richtig. In 1080p. Das ist ja immer so ein kleines Ding. Die Spiele können super toll aussehen und dann heißt es, okay, aber nur in 27p und 30 Frames. Aber so ist es bei Doom nicht. Doom wird in 1080p und 60 Frames laufen und dabei immer noch so toll aussehen. Jetzt bleibt halt nur noch abzuwarten, welche grafischen Abstriche da gemacht werden müssen gegenüber der PC-Version, die ja auch nur ins Haus steht. Und das erfahrt ihr natürlich bei uns bis zum 13. Mai, wenn Doom dann da ist. Es ist natürlich logisch, dass die PC-Version besser aussieht. Ja, also, ich schätze auch. Ich meine, Doom kommt vom PC. Doom ist ein PC-Spiel. Natürlich wird Doom auf dem PC nochmal besser aussehen. Und auch, also ich schätze jetzt mal, dass es keinen Framelock bei 60 FPS oder so haben wird. Das wäre für einen Shooter, glaube ich, auch tödlich. Ja, nicht tödlich oder alles andere als tödlich ist die Meldung für Pokémon-Freunde. Ja. Es gibt neue Pokémon-Spiele. Ein Leak von Nintendo, die Markenschutzrechte beantragt haben für Pokémon-Titel mit dem Namen Pokémon Moon und Pokémon Sun, weisen darauf hin, dass eine neue Generation kommen wird. Und da passt der Nintendo Direct-Stream heute um 16 Uhr auch ganz gut dazu. Also wenn ihr die News hier ein bisschen später seht, dann werdet ihr wahrscheinlich schon mehr wissen als wir jetzt. Wahrscheinlich, ja. Aber es deutet alles darauf hin, dass die beiden neuen Pokémon-Spiele angekündigt werden. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder für den Nintendo 3DS sein. Genau. Pokémon-Spiele sind Mobile-Spiele und so. Das wird also Pocket Monster. Steckt ja schon im Namen. Und die Namen Moon und Sun, kann man spekulieren, dass das irgendwas mit Tag-Nacht-Wechsel zu tun hat. Hatten sie ja schon in der DS-Version Silber und Gold. Also Soul Silver hieß die, glaube ich, damals. Und irgendwas anderes mit Gold, weiß ich nicht mehr. Ich habe aber auch den Überblick verloren. So ja, ich auch. Also ich meine, Pokémon feiert auch diese Woche ihren 20. Geburtstag. Ja, also das erste Spiel ist am 27. Februar, glaube ich, 1996 erschienen. 1996 auf jeden Fall, ja. Und 20 Jahre Pokémon, so vergeht die Zeit. Ich habe damals das erste Pokémon gespielt. Welche Edition hattest du? Rot. Ich hatte Blau. Meine Schwester hatte Blau. Nee, dann konntet ihr tauschen. Ja, genau, perfekt. Das war perfekt. Ja, eine andere Meldung zu Shadwen. Sagt vielen vielleicht jetzt noch gar nichts. Ist das neue Spiel von Frozenbyte, die für die Trine-Reihe verantwortlich sind. Dazu gibt es eine Demo, eine kostenlose Demo natürlich. Und der Clou an der Sache ist, je länger ihr die Demo spielt, desto günstiger wird das Spiel zum Release werden. Das ist schon mal nicht schlecht. Abhängig von der Highscore wird das dann gemacht. Genau, vom weltweiten Community-Score. Jetzt behält sich der Entwickler natürlich vor, man kennt das, wenn solche Sachen im Netz sind, dann wird da gerne gecheatet und gehackt, damit das möglichst schnell nach oben geht. Der Entwickler behält sich vor, wenn solche Cheats und Hacks auftreten, genau, sodass der Highscore unnatürlich schnell nach oben schießt, dass sie den Highscore zurücksetzen können. Tja, und der Preis wird zudem nicht, was weiß ich, auf 5 Euro oder 2 Euro oder gar umsonst oder fallen. 1 Cent. Das ist auch egal, wie lange die Community spielt. Da ist aber eine Grenze eingerichtet. Ja. Aber mittlerweile ist das Spiel schon von $35 auf $25 gesunken, also 10 Euro. 10 Euro günstiger, ja. Ist erspielt von der Community, finde ich eine tolle Sache. Auch allein die Sache mit der Demo finde ich schon super. Und es läuft sogar noch bis Sonntag. Also 28. Februar, diesen Sonntag, läuft das Ganze noch. Also es kann immer noch sinken. Ja, das stimmt. Wie tief das sinken wird, das hängt von euch ab. Übers Wochenende, falls ihr nichts zu tun habt, spielt doch mal rein. Sieht ganz nett aus, ist eine ganz nette Aktion und sollten sich viele Entwickler dran orientieren. Andere Entwickler aus Finnland, oder? Remedy kommt ja aus Finnland. Das sind Finnen, ja. Die haben einen Markenschutzeintrag zu Alan Wake's Return eingereicht, also Alan Wake 2. Ja, ob es dabei um ein Spiel geht, also es wurde zumindest als Spiel eingetragen und als Spielename eingetragen.
Ob es jetzt die Bestätigung ist für tatsächliches Alan Wake 2, das bleibt noch offen. Eine offizielle Ankündigung gab es natürlich noch nicht, wie das immer so ist. Markenschutzeinträge sind immer so quasi die ersten Leaks oder die ersten Andeutungen, dass da ein Spiel kommen wird. Die offiziellen Ankündigungen, die lassen dann meistens auf sich warten. Ja, trotzdem bei vielen Fans, da steigt die Hoffnung auf eine Fortsetzung von Alan Wake. Gibt ja viele. Ja, also auf jeden Fall. Ich fand es auch ziemlich toll. War mal ein Spiel, was ein bisschen anders war. Und es schien aber lange Zeit relativ unwahrscheinlich, dass da was kommt, obwohl Remedy ja das nie wirklich aufgegeben hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie auch die Max Payne-Marke stärker verfolgen und so weiter. Aber dann kam ja auch Quantum Break. Ja. Habe ich auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt auf einmal was anderes machen, weil Max Payne war ja eigentlich schon eine starke Marke. Ja. Wie gesagt, Remedy arbeitet auf Hochtouren an Quantum Break. Vielleicht danach erfahren wir dann auch mehr zum Alan Wake. Alan Wake. Genau. Genau. Für Rocket League gibt es neue Skins. Und zwar den Batmobile DLC. Der wurde angekündigt. Wahrscheinlich passend zum Film Batman vs. Superman. Schätzen wir jetzt ist einfach ja mal. Ja. Auch bald soweit. Ja. Und das entsteht auch alles in Zusammenarbeit mit Warner Brothers. Nach dem DeLorean ist das jetzt so das zweite ikonische Auto, das man da als Skin kaufen kann. Kostet alles 1,99. Aber da ist ein Paket auch noch dabei. Und ja, da sind auch noch andere Sachen drin. Es gibt nämlich, ab 8. März könnt ihr das für PC, PS4 und Xbox One erwerben. Für, wie gesagt, 1,99 Dollar, Euro wahrscheinlich auch dann, weil der DeLorean hat, glaube ich, auch so viel gekostet. Und im Paket enthalten sind außerdem noch drei neue Antennen, die ihr auf eure kleinen Racer pflanzen könnt, mit den Symbolen von anderen DC-Superhelden, also Batman, Superman und Wonder Woman. Ja, passt auch zum Film, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist dann, also Batman und Superman ist irgendwie logisch bei DC, aber Wonder Woman, das stammt bestimmt aus dem Film. Ich schätze auch mal, ja. Wer sich gerne Dinge ins Regal stellt, kann das bei Rocket League auch bald machen, denn es soll eine Disc-Version geben. Also wer es noch nicht runtergeladen hat, also alle PS4-Benutzer, die letztes Jahr PS Plus hatten, genau, die werden es wahrscheinlich eh haben. Und Xbox One-Leute, die das jetzt spielen wollten, die konnten das ja jetzt seit kurzem auch spielen. Wer das Ganze dann auch noch im Regal haben möchte, der kann sich dann auch noch die Disc-Version kaufen. Ich hoffe natürlich, dass bei der Disc-Version auch dann ein bisschen Zeug dabei ist. Ja, ich schätze mal, das wird so eine Gold-Edition sein mit den ganzen DLCs auch. Also das ist jetzt alles bloß eine Vermutung von mir, aber wieso sollte man sich die Disc-Version sonst kaufen, wenn da nicht irgendwie noch was extra dabei wäre? Da muss schon gut was dabei rumkommen. Wer am Wochenende nichts vorhat, der kann außerdem Call of Duty Black Ops 3 gratis spielen. Ich habe es mir ja nicht gekauft. Ich bin nicht so der Call of Duty-Fan. Also ich habe die ersten beiden gespielt, die damals noch im Zweiten Weltkrieg spielten. Und dann habe ich mal bei Modern Warfare noch reingeschaut. Aber danach überhaupt nicht mehr Call of Duty gespielt. Aber wenn das natürlich gratis ist, ist das natürlich was anderes. Allerdings kannst du nur den Multiplayer-Modus spielen. Oh, okay. Dafür das ganze Wochenende lang. Und du kriegst sogar doppelt Erfahrungspunkte. Bis Sonntag. Das heißt, wenn ich aus diesen Erfahrungspunkten dann machen will, dann müsste ich es mir theoretisch kaufen. Steueraktion. Wer uns noch weiter sehen will diese Woche, der kann das am Wochenende tun, am Sonntag nämlich. Da gibt es wieder das Weekly mit den drei besten News dieser Woche. Und wer darauf keine Lust hat und uns lieber im Daily sehen will, der muss bis Montag warten. Wir sehen uns. Ciao.